Ja, hallo und schön, dass ihr heute dabei seid. Ihr seid nicht zu spät, sondern ich habe einfach wirklich abgewartet, bis der Spieler hier startet. Ihr seht es ja auch selber, sorry DC, also von dem her. Heute sehen wir uns nämlich zusammen die Edinburgh an. Hier in dem Fall vom Bob 778 gespielt. Top Tier ist er hier. Und ja, wie gesagt, man hat nichts verpasst, also von dem her sind wir hier absolut noch schön dabei. Was ist zu Edinburgh zu sagen? Natürlich Heilung vorhanden, hydroakustische Suche, dann noch der Nebelwerfer, auch hier keine HE-Granaten und natürlich Torpedos. Und ihr seht selber praktisch, wo kann man es euch zeigen, der Torpedowerfer auf jeder Seite, einen Drillingswerfer, das heißt in Summe, wenn ihr dann richtig manövriert, würdet ihr es schaffen, bis zu 6 auf einen Gegner abzufeuern. Aber ja, ich würde sagen, erstmal geht man von den 3 treffenden Torpedos aus. Das ist dann doch deutlich sinnvoller. So. Noch ist er nirgendwohin am Schießen oder Wirken. Ist auch noch nicht offen, denn nach wie vor ja eine der Stärken. Bei 9 Kilometer würde er aufgehen. Natürlich, außer er schießt, dann sind es wie jetzt 13,5. Und jetzt wird da die Miyoko da ordentlich behakt, gleich direkt. Ja, 2600. Und da ist sie auch schon weg. Das ging fix. Tschüss, Miyoko. Und da ist eine Bayern. Ja, die Torpedos, die kommen hier Gott sei Dank nicht gut genug. Da hat er kein Problem. Aber von da drüben, da kriegt er Hits. Da muss er jetzt aufpassen. Ist jetzt auch wieder zu, aber gleich wieder offen. Er wird deutlich langsamer, kann sein, dass er selber jetzt gleich den Nebel anschmeißt. Ja, und genau das macht er auch. Nebelwand gelegt. Und vielleicht sogar auf die Pensacola da jetzt geht, die da rückwärts sich bewegt. Rückwärtsfahrendes Ziel ist immer sehr schön, weil es einfach sehr vorhersehbar ist. 7 Treffer. Da hat er ordentlich Schaden machen können. So um die 5000 waren es. Eine Benson. Die ist jetzt gerade auf dem Rückzug. Hat er da auch getroffen und einen Ausfall sogar auch provozieren können. Und jetzt wohl die New Mexico, das nächste Ziel. Muss jetzt aufpassen, dass er nicht aus dem Rauch rausfährt. Das geht nämlich leider immer ganz, ganz, ganz schnell. Aber da alles gut. Ist jetzt hier ja auch am Cappen. Und den Punkt sollten sie jetzt gleich haben. Und da hat man gesehen, da kommen wirklich, da treffen eigentlich fast alle Granaten, die er abschießt überhaupt. Aber es sind halt dann doch nur 2000 Schaden. Hier dann 3-3. Also, wie gesagt, der Alpha-Schaden ist jetzt dann nicht so hoch. Der Cap läuft hier nicht weiter, weil immer noch da die Benson da steht. Ja, ich wollte gerade sagen, die sollte jetzt mal unbedingt raus. Und jetzt hat er es nicht mehr ganz so auf dem Schirm, wo sie denn war. Deswegen so ein bisschen links, ringsrum, aber man hat gesehen, nicht getroffen. So, jetzt ist er offen. Rauch ist eh gerade raus. Eine Fubuki ist da auch noch. Die hydroakustische Suche, der bringt ihm jetzt hier nichts. Dafür sind sie einfach zu weit weg. Höchstens vielleicht für ankommende Torpedos hätte ihm das was gebracht. Aber in dem Fall sieht man, alles gut. Nichts passiert. Ja, die Torpedos auch wieder weit weg. Wenn er noch im Rauch hier gestanden wäre, dann wäre es kritischer geworden, aber so ist alles gut. Oh, da trifft ein Torpedo die Benson. Da stand sie ja wirklich sehr, sehr lange jetzt drin und mit der Salve könnte es schon sein, dass er die jetzt wegmacht. Nee. Oh, trifft noch ein Torpedo im Hinterhalb auf die New Mexico, glaube ich, war das. Also das ist doch eine gute Ausbeute, dass man da mit 3 Torpedos 2 Schiffe trifft. Damit kann man gut leben. Jetzt die Bayern natürlich
eine Distanz, wo er zwar gut wirken kann, die Beine aber auch phänomenal. Also die würde ich jetzt auch an seiner Stelle erstmal ganz klar fokussieren, weil die muss weg. Da fliegen auch die Granaten einfach richtig, dass der Schaden auch noch wiederum ankommt. So, noch eine Salve im Zweifel und dann hat er die Bayern schon weggeholt. Ja, da ist er auch schon. Ist natürlich Tier 6 gegen Tier 8, da hat er jetzt nicht so riesige Probleme. Wieder mal der Rauch am Start. Jetzt hat er keine Sicht mehr. Da die Torpedos. Ja, da muss er aufpassen, dass er wenigstens nur einen ihn trifft. Ja, okay, das hat geklappt. Das heißt, da jetzt sofort heilen oder irgendwie gegenarbeiten. Aber nichts machen ist das Schlimmste. Wassereinbruch und er weder er repariert sich noch heilt er sich. Er macht gar nichts. Jetzt macht er immer noch nichts. Also das sind schon 20 Sekunden fast, die da ins Land ziehen. Das verstehe ich jetzt nicht. Also da hätte ich schon lange gegengeheilt, weil der Balken bleibt ja sozusagen nach wie vor vorhanden. Und man weiß ja nicht, was jetzt noch für Schaden reinkommt. Also weiß ich nicht, warum man sich das jetzt hier aufspart. Kann ich euch nicht erklären. Und gerade weil es ja wirklich, das sind ja 2 Minuten, also hat auch sogar noch die verbesserte Mannschaft dabei. Immer noch 1 Minute. Also was macht er denn? Ist der so abgelenkt von den Gegnern? Weil jetzt seht ihr auch ganz gut, jetzt geht hier sozusagen der Balken dann auch minimal immer weg. Das heißt, durch und ja, und jetzt hat er es angeschmissen. Also da hat er, glaube ich, einfach ein bisschen geschlafen. Weil die Minute Cooldown, die hätte sogar ja jetzt wieder rumgehabt. Also da war er wohl einfach irgendwie nicht so drauf fokussiert, dass da das Thema ist. Da die nächsten Torpedos schon im Anflug und die Pensacola jetzt auf dem Weg in seine Richtung. Da hat er eine Zitadelle getroffen. Gott sei Dank sind die Schiffe recht agil, deswegen konnte er hier gut ausweichen. Pensacola hat natürlich keine Torpedos, das ist jetzt sein Glück. Also im One-on-One, da darf man die Briten definitiv nicht unterschätzen. Kreuzer und Zerstörer vernaschen die Briten zum Frühstück. Torpedos sind raus, hat eine dicke Zitadelle bekommen und nochmal einen dicken Hit. Jetzt hat er zwar hier da das geschafft, aber da hat man gesehen, im Nahkampf haben die sehr potente Kanonen, aber dafür auch extrem schwache Panzerung, so ist es richtig. Und dementsprechend hat er jetzt nur noch 5600 Hitpoints. Nebeltier, ganz richtig jetzt in dem Fall, dass er hier keinen Hit mehr eingeht. Wartet also auch, bis er jetzt gleich heilen kann, weil darauf wartet er jetzt, dass das endlich soweit ist. Jetzt sagt er, dass er hier Unterstützung braucht. Natürlich will er hier die Sicht haben, am besten von dem Scout da hinten. Aber die Fubuki hat hier ebenfalls den Rauch im Blick, also kann hier ebenfalls nichts sehen. Heilung ist jetzt aktiv. Und jetzt fährt er gleich wieder raus aus dem Nebel. Da kommt die Amagi. Ja, da muss er natürlich, da kommt er gleich in Torpedoreichweite, beziehungsweise kann schon eigentlich die Torpedos losfeuern. Genau, und der spekuliert darauf, dass die ein bisschen reindreht. Und es sieht auch tatsächlich so aus, als ob sie das macht. Sekundäre sind am Start. Oh, jetzt dreht sie raus. Nee, das ist genau das, was er nicht braucht. 50 Sekunden, bis die Torpedobank wieder da ist. Aber trifft der eine, ne? Vielleicht noch. Der geht knapp daneben. Aber man sieht, auf die Distanz, da macht man auch mit den AP-Granaten vernünftigen Schaden. 30 Sekunden lang noch für die Torpedos. Amagi wartet jetzt eigentlich nur drauf auf ihn, weil er ist auch der einzige Gegner für die Amagi. Das heißt, das kann natürlich richtig unangenehm werden und da ist er jetzt offen.
ist auch komplett mit der Breitseite hier drin. Hat er Glück, dass die Amagi hier da nicht gut schießt. Jetzt fängt er Feuer. Großkaliber hat er sicher. Seitlich rein. Und jetzt will er hier scheinbar die Flucht antreten. Sich hier in Sicherheit bringen. Keiner der Torpedos trifft. Das ist ganz schlecht für ihn. Jetzt hat er sich auch noch festgefahren. Da muss er zurücksetzen. Das ist ja mal eine Situation. Er kommt hier sogar noch weg. Nee. Das ist ja mal eine Situation, die habe ich auch, glaube ich, so... Ich fahre ja auch gerne mal eine Insel an, aber das habe ich noch nie erlebt. Die Amagi ist jetzt auch nicht ganz doof. Die fahrt jetzt hier nicht drauf, weil sie natürlich wüsste, dass der die Torpedos hat. Aber er hat jetzt gleich gedreht, soweit er das braucht für sie, für die Torpedos. Die Torpedos sind raus. Heilung hat er gerade keine mehr. Er brennt auch. Aber die kommen gut, die kommen jetzt deutlich besser, die Torpedos. Rauch ist aktiv. Und die Amagi wird zerstört. Das sieht man jetzt schon, die Torpedos kommen diesmal viel besser. Und da macht er die Amagi klar. Und das mit in einem One-on-One. Da muss man sagen, hat die Amagi einfach nicht gut genug gespielt. Oh, how could he fuck that up? Ja, das fragt sich auch das gegnerische Team. Wie kann man da das nur noch aus der Hand geben? Und es ist tatsächlich so, ich dachte auch nicht, dass er das ansatzweise überlebt, aber man kann sich einfach doch ab und an mal täuschen. Und jetzt ist hier noch eine Atago und eine Mutsuki. Die Tickets sind deutlich auf der Seite seines Teams. Und jetzt sollten sie es eigentlich dann klar machen. Er hat keinen Rauch mehr. Die Heilung ist minimal, die er dann sozusagen jetzt noch sich gut schreiben lassen kann. Die Atago, da spottet er jetzt aktuell erstmal, aber muss aufpassen, noch einen Kilometer näher dran und er wird gesehen. So, jetzt ist er offen. Und jetzt geht auch dann die Schießerei los. Hat er wirklich abgewartet bis zum Schluss. Atago dreht jetzt komplett das Schiff rein, weil er natürlich da auch wohl schießen will. Aber er dreht noch nicht so ganz flink. So, jetzt hat er mal die Rohre am Start, hat aber hier noch HE geschossen. Ich denke mal, das kriegt er auch noch hin, dieses Gefecht für sich zu verbuchen. Bei seinem Glück wundert mich eigentlich schon fast gar nichts mehr. Jetzt hat er noch 800 Hitpoints. Und er lädt halt einfach schneller nach. Und da hat die Atago jetzt noch 52 HP. Und auch hier kuschelt er mal wieder ein bisschen. Aber das ist alles in Ordnung. Atago ist da jetzt weg. Und jetzt lebt nur noch die gegnerische Mutsuki. So, in dem Fall können wir mal ein bisschen spulen. Vielleicht sieht er die ja noch. Offen ist er auf jeden Fall. Da aufgrund der Torpedowinkel kann man immer schon sehen, von wo in etwa das Schiff geschossen hat. So, hydroakustische Suche hat er an. Und Mutsuki ist da jetzt offen. Das wäre seine Krake auch. Und da ist es schon beendet.